Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warentester B2B begrüßt euch zu einem neuen Review. Und Freunde, ich kann euch sagen, heute wird ordentlich betoniert, denn ich zeige euch heute eine neue Shisha. Das ist die Mos Shisha in der B-Collection Variante She. Als allererstes zeige ich euch die Pfeife natürlich wieder mal in der Detailaufnahme und natürlich zeige ich euch auch die dazu passenden Kohlen aus dem Hause Mos, denn ich habe hier die Premium-Kohle in der 1 Kilo Variante noch für euch. Die zwei Produkte stelle ich euch jetzt vor und da kommen wir jetzt erstmal zur Detailaufnahme. Und los geht's mit den Einzelheiten. Was haben wir? Die Gesamthöhe 65 cm und 3166 Gramm. Dann kommen wir zur Bowl. Die ist passend zur Shisha natürlich schwarz und die Bowl ist durchsichtig, wie man bestimmt schon erkennen kann. Also dunkel gehalten und wirklich durchsichtig. Finde ich sehr, sehr gut und der Look, ich finde ihn genial und auch die Form von der Bowl finde ich auch sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr dickwandig das Ganze. Haben wir hier ein Gewicht von 2209 Gramm und 31 cm Höhe. Und das Besondere ist hier dieses neuartige Verschlusssystem, zu dem ich natürlich dann auch noch komme. Aber erst schauen wir uns die Pfeife mal komplett an. Dann haben wir die Rauchsäule. Das ist jetzt die Rauchsäule She. Es gibt ja drei verschiedene, He, She und It. Und das ist die She. Die unterscheidet sich natürlich nur optisch von den anderen und die hat mir optisch am besten gefallen, deswegen habe ich diese gewählt und natürlich mattschwarz haben wir hier oben und unten die gleichen Maße von 11 mm und eine Gesamtlänge haben wir hier bei der Rauchsäule von 29,5 cm mit einem Gewicht von 343 Gramm. Dann die Gewinde sind wirklich sehr, sehr gut, kann man sich nicht verletzen, sind sehr hochwertig verarbeitet und sehr leichtläufig. Also die gehen wirklich butterweich. Dann die Base mit dem Mos Logo drauf. Da haben wir 5,5 cm Höhe und 252 Gramm. Also auch sehr, sehr leicht. Dann haben wir hier das Gegenstück von dem neuartigen Verschlusssystem, wie ihr hier sehen könnt. Und super verarbeitet. Also wirklich nichts festgestellt, was störend wäre, wirklich 1A verarbeitet, da gibt es nichts zu bemängeln und zum Schlauchanschluss und zum Ausblasventil komme ich auch gleich noch zu sprechen. Dann haben wir für euch das Tauchrohr. Das Tauchrohr ist komplett aus Edelstahl. Da haben wir dann natürlich auch ein ganz anderes Gewicht wie bei den anderen Produkten, denn diese sind nicht komplett aus Edelstahl, sondern wie zum Beispiel jetzt, wie man hier sehen kann, nur das Innere aus Edelstahl und außen ist es Aluminium. Dadurch ist das Ganze natürlich deutlich leichter. Das merken wir jetzt auch hier am Gewicht, denn wir haben jetzt hier alleine beim Tauchrohr mit 20 cm Länge ein Gewicht von 229 Gramm. Und das ist dann fast genauso schwer wie die Base. Und die Base ist, ja, wie ihr schon sehen könnt, Aluminium. Ja? Kein Edelstahl. Dann haben wir 17 mm Durchmesser, beidseitig wieder. Also sehr, sehr großer Durchmesser. Und so ein Schlauchanschluss hat 12 mm Durchmesser. Das ist gewaltig. Also da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Durchzug, weil die engste Stelle beträgt bei dieser Shisha sage und schreibe 11 mm und das ist bei dem beidseitigen Durchmesser, was wir hier haben bei der Rauchsäule. Dann haben wir noch mit dabei einen kleinen Kohleteller, der natürlich optisch bedingt so klein ist, dass das Ganze eben die Pfeife perfekt abrundet. Ein größerer Teller hätte die Optik zerstört meines Erachtens nach, deswegen ist der so klein. Ist aber zum Abaschen und so weiter vollkommen in Ordnung, ja, und auch ja, sehr gut lackiert worden. Nichts zu sehen, was störend wäre, wirklich top. Und dann haben wir noch einen Silikonschlauch mit einem, ja, kleinen Schlauchanschluss. Der ist also nicht wirklich dick. Ob das was ausmacht, werden wir sehen. Und hier haben wir das Mundstück. Auch aus Aluminium in mattschwarz, wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir optisch sehr gut. Ohne Logo, ja, also ist jetzt kein Mos Shisha drauf, schade. Gehört eigentlich dazu, finde ich. Ist nicht dabei. Und dann haben wir noch
hier einen Flyer bekommen. Da sieht man dann noch einmal alle drei Varianten der Shisha, die man sich selber zusammenstellen kann. Das sage ich euch aber auch gleich noch einmal, was denn ich damit meine. Ja, und was haben wir noch? Die Mohs Premium Kohle, die stelle ich euch jetzt hier auch gleich noch vor. Das ist nämlich die Premium Kohle aus dem Hause Mohs. Das ist quasi eine ganz normale Naturkohle. Und ob die was kann oder nicht, das werden wir in diesem Video gleichzeitig herausfinden. Ich zeige euch die Kohle gleich mal, wenn wir schon in der Teilaufnahme sind, kann ich natürlich die Kohlen auch gleich zeigen. Das sind ganz normale 25x25er Würfel und die werden wir natürlich uns auch genauer angucken. Ein Kilo haben wir hier am Start. Schauen wir mal, wie die so sind. Und das wäre es eigentlich soweit mit der Detailaufnahme. Es kommen natürlich noch einige weitere Details, die ich euch aber während dem Rauchen erzählen werde. So Freunde, willkommen zurück. Ich nebel die Bude hier ordentlich ein und ich hoffe, ihr zu Hause auch mit eurer Shisha. Ich hoffe, ihr habt euch eine angemacht, denn jetzt geht es ans Eingemachte. Wir schauen uns die Pfeife jetzt während des Rauchens genauer an. Und was ist das Besondere an der Mohs Bee Collection? Man kann sie in drei verschiedenen Varianten kaufen. Wie ihr schon sehen könnt, es gibt die He, She und It Variante. Was ist da der Unterschied? Ihr seht schon die Form der Rauchsäule, alles andere ist gleich. Und ja, die It ist eigentlich so die einfachste Variante. Einfach nur gerade Rauchsäule und alle anderen haben natürlich dann spezielle Formen. Ja, ich finde rein optisch gesehen die Ski am schönsten, ist aber natürlich Geschmackssache. Und wenn man diesen Flyer hier einmal umdreht, seht ihr auch noch einmal die drei Farbvarianten, die ihr wählen könnt, unabhängig von der Form der Rauchsäule. Ja, das sieht man. Man sieht ganz außen die transparente Bowl mit einer hochglanzpolierten silbernen Rauchsäule, Kohleteller und natürlich die Base. Und auf der anderen Seite, so wie ich sie habe, in dieser schwarz-matten Variante. Und in der Mitte sieht man schon die kupferbeschichtete Hochglanz. Sieht auch sehr, sehr nice aus, Freunde. Ja, und was gibt es zur Pfeife sozusagen? Also ich muss sagen, der Durchzug und Anzug ist bei der Pfeife wirklich brutal. Ihr habt einen butterweichen Anzug, geht wirklich direkt ansprechbar, ist das Ganze. Da ihr einen hohen Wasserstand habt, der hier dran zu sehen ist, da ist das Tauchrohr circa 2 cm unter Wasser. Da das Ganze ziemlich hoch gewählt ist und das Tauchrohr ziemlich kurz ist, habt ihr einen super Anzug und der Durchzug ist auch brachial. Mit 12 mm hier dran am Schlauchanschluss und an der engsten Stelle hier oder hier mit 11 mm. Abartiger Durchzug. Gibt es nicht oft bei diesen Pfeifen so einen starken Durchzug, muss ich sagen. Also ist wirklich brachial. Ja, die Shisha gibt es nur in der Einschlauchvariante. Das heißt, ihr könnt sie nicht erweitern als 2-Schlauch, 3-Schlauch oder 4-Schlauch. Denn hier hinten, hier auf der Seite, könnt ihr nur die Kugel rein und rausnehmen und ihr könnt keinen Schlauchanschluss mehr anschließen. Denn der Schlauchanschluss ist nur hier abnehmbar, zwecks Reinigung und Pflege. Und das funktioniert aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das Rein und Raus vom Schlauch geht wirklich ganz, ganz einfach. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass das Ganze zu schnell rausflutscht oder so. Also da muss man schon ein bisschen fester dran ziehen. Das hält so wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, wenn man mal kurz hinkommt, ja, da löst sich dann nichts. Also das ist in Ordnung, da kann man nichts sagen, das passt. Weil ich hatte schon Angst, weil das Ganze ja ziemlich dünn gewählt ist, habe ich gedacht, das hält nicht so gut, aber ich muss sagen, das passt. Wenn man das steil reinsteckt, hält das Ganze wirklich sehr, sehr fest. Und das Coole hier an dem Ausblasventil ist das Ganze, man kann selber auswählen, wie leicht das Ganze denn funktionieren soll. Wenn man das Ganze komplett zugeschraubt lässt, dann ist das Ausblasen nicht einfach, es geht schwer. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Also da muss man schon sehr, sehr fest pusten. Dann, wenn man das Ganze ein bisschen einfacher haben möchte, macht man eine leichte Umdrehung. Zack, dann sieht das Ganze so aus. Funktioniert schon deutlich besser. Und wenn man es so wie ich am liebsten mag, ganz, ganz einfach, dreht man einfach 2-3 Mal hier. Und dann geht das Ganze wirklich ganz, ganz einfach.
Ja, und die komplette Bowl ist fast befreit vom Rauch, weil das Ganze wirklich sowas von einfach funktioniert. Muss ich sagen, ist wirklich klasse gemacht. Geht einwandfrei. Was ich auch super finde an der Shisha ist ja, das Match and Smoke Verschlusssystem. Funktioniert wirklich tadellos, einfach und unkompliziert. Man muss das Ganze wirklich nur, ich empfehle es euch, mit komplett zusammenmontierter Shisha machen. Dann funktioniert das ganz einfach, wenn man deutlich mehr Gewicht eben hat. Und dann funktioniert das Ganze fast wie von alleine. Ja, ihr seht es auch gerade eingeblendet. Ich habe keine Probleme, das Ganze zusammenzustecken oder auseinanderzuziehen. Das geht wirklich ganz, ganz einfach und ist wirklich eine Neuheit auf dem Markt. Funktioniert super. Gibt es nichts zu bemängeln. Ja, der Kohleteller ist natürlich gewollt, ja, dass der so klein ist. Persönlich finde ich ihn optisch komplett, wenn man das sieht, mit der ganzen Pfeife sehr gut gelungen. Aber vom Nutzen her ist das Ganze natürlich nicht perfekt, denn wenn man jetzt mit Alufolie raucht und die Kohle wirklich mal runterfällt, weil es vielleicht vibriert oder wenn man leicht an die Shisha hinkommt, dann wird die Kohle höchstwahrscheinlich nicht auf dem Kohleteller landen, sondern ja, leider hier. Und das ist natürlich ja, nicht ganz so produktiv, ganz klar. Aber wie schon gesagt, das ist vom Hersteller so gewollt, da das Ganze eben optisch so einfach viel besser miteinander harmoniert, finde ich persönlich auch. Ja. Ansonsten die Bowl finde ich vom Aussehen her klasse. Man sieht den Rauch sogar in der Bowl, man sieht den Wasserstand perfekt, finde ich super, hat eine klasse Optik und auch die komplette Pfeife finde ich optisch sehr, sehr gelungen und qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also ich muss sagen, gefällt mir nicht nur optisch gut, sondern auch die Qualität ist wirklich genial. Das Einzige, was am Material zu bemängeln ist, ist eben innen drinnen diese werkzeugbedingte Prägung in der Rauchsäule. Ist unschön, ganz klar. Der Vorteil ist, man sieht es nicht, ja, also macht es nicht wirklich viel aus. Aber ich finde, bei so einer ja, teuren Pfeife, zum Preis kommen wir nämlich gleich, sollte das Ganze ja, nicht unbedingt zu sehen sein und nicht vorhanden sein. Das ist das Einzige, was mir noch so aufgefallen ist, was man noch auf jeden Fall verbessern sollte bei der nächsten Charge. Ansonsten finde ich alles andere wirklich top. Auch das Mundstück, top, Aluminium, schön hochwertig verarbeitet, gibt es nichts zu bemängeln, kann man wunderbar nehmen, gibt es nichts zu sagen, definitiv. Ja, was noch wichtig ist, die Pfeife besteht aus Aluminium außen, ja, also komplett, außer natürlich die Bowl, ist klar, ist alles Aluminium und das Tauchrohr ist nicht Aluminium, sondern Edelstahl und die Rauchsäule zum Beispiel innen, wie ihr auch schon vorhin gesehen habt, ist natürlich auch aus Edelstahl. Warum hat man diesen Mix gewählt? Weil man an Gewicht sparen möchte. Und wenn man das Ganze jetzt komplett aus Edelstahl gemacht hätte, wäre die Pfeife deutlich über 4 Kilo gewesen. Deswegen hat man das Ganze in diesem Mix gewählt. Qualitativ braucht ihr euch da keine Gedanken machen von der Langlebigkeit oder ähnlichem, denn Edelstahl und Aluminium harmoniert wirklich perfekt miteinander. Gibt es nichts zu sagen. Also ist wirklich einwandfrei. Was kostet die Pfeife? Ja, entweder in der transparenten oder in der Black-Variante kostet das Ganze 379,95 Euro. Ist ein stolzer Preis, Freunde, ich weiß. Muss man ganz klar sagen. Es geht aber noch teurer, wenn ihr nämlich diese Kupfer-Variante wählt. Da liegt das Ganze dann preislich bei 485,95 Euro. Und das ist natürlich schon sehr, sehr hoch. Warum so hoch? Weil, egal welche Variante ihr kauft, das Ganze made in Germany ist. Ja, also die Pfeife wird komplett von A bis Z in Deutschland gefertigt und diese Kupfer-Variante ist nochmal über 100 Euro teurer, weil eine sehr hohe Kupferbestandteil am Start ist und das Ganze auch einen Anlaufschutz besitzt. Deswegen ist das Ganze nochmal ein bisschen teurer bei der Kupfer-Variante. Genau. Ja, ich schaue eben gerade, ob ich noch was vergessen habe. Nein, mir fällt sonst nichts mehr ein. Ich habe auch nichts mehr aufgeschrieben. Es ist alles genannt, was die B-Collection angeht. Ganz klar, die Pfeife wird sich nicht jeder kaufen. Bei dem Preis überhaupt keine Frage. Ich würde mir die Pfeife so auch nicht kaufen, denn ja, der Preis ist mir einfach zu hoch. Brauche ich jetzt nicht schön drum rumreden. Ich finde sie einfach zu teuer, ganz klar.
Aber es ist eine Designpfeife, made in Germany. Ist klar, dass die ein bisschen mehr kostet. Deswegen muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich so eine Pfeife ins Haus holt. Aber ich denke, ein Anfänger, ein Einsteiger wird sich so eine Pfeife natürlich nicht holen, sondern eher ein Shisha-Raucher, der was Besonderes zu Hause haben möchte. Der wird dann eventuell zu so einer Shisha greifen. Also ihr macht auf jeden Fall nichts falsch bei der Pfeife, wenn ihr sie euch kauft, denn sie ist wirklich top. Egal, wo man hinschaut, wirklich hochwertig verarbeitet und so weiter und so fort, wie schon genannt. Da macht ihr definitiv nichts falsch, ja. Und ja, Freunde, ich denke, das wäre es dann soweit, was die Shisha angeht. Wir kommen natürlich noch ganz, ganz kurz, das werde ich nur ganz kurz halten, zur Naturkohle von Mo. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns noch die Pro- und Kontraliste von der Shisha an. Da hätten wir bei Pro die Qualität und die Verarbeitung, der Durchzug, das Match-and-Smoke-Verschlusssystem, dass sie komplett zerlegbar ist und natürlich die einfache Reinigung dadurch, dass sie komplett zerlegbar eben ist. Bei Neutral, sie ist leider nicht erweiterbar, also eine reine Einschlauch-Shisha. Wir haben einen kleinen Kohleteller und diese werkzeugbedingte Prägung in der Rauchsäule ist natürlich auch neutral anzumerken. Und bei Contra, diesen Punkt habe ich auch extra für euch, denn ein neutraler Punkt ist es meines Erachtens nicht, ist der Preis der Pfeife, egal in welcher Variante ihr euch die Shisha zulegt. Ja, jetzt nehme ich einen kurzen Schluck und dann geht's weiter mit der Premium-Kohle von Mo. Ja, sie hat einen relativ geringen Aschegehalt mit 2%, da gibt's nichts zu sagen. Wir haben 80% Kohlenstoffanteil, umso höher, umso besser. 80% ist sehr, sehr hoch. Flüchtige Bestandteile ca. 12%. Feuchtigkeitsgehalt 6%, alles vollkommen in Ordnung und made in Indonesien. Da kommen eigentlich alle guten Kohlen her. 25x25 mm habe ich schon gesagt, 72 Stück in der Kilo-Variante. Stinken ganz, ganz leicht beim Anmachen, aber überhaupt nicht bestialisch oder so, gar kein Problem. Asche ist auch sehr, sehr gering, muss ich sagen. Ich kann mit der Kohle locker 1,5 Stunden rauchen. Mit Lotus geht das Ganze wunderbar, wenn man alleine raucht, aber wenn man mit mehreren Leuten raucht, dann ist natürlich nach einer Stunde Schluss. Da kann so gut wie keine Kohle länger durchhalten, ist ganz klar. Und 4,90 Euro kostet da ein Kilo und gibt es auch in der 3 Kilo Variante und auch noch in der 22x22er Variante. Also ihr könnt da zwischen zwei verschiedenen Würfelgrößen wählen. Finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde die 25x25er am besten, weil die einfach am längsten glühen. Klar, umso kleiner die Kohle, umso kleiner oder umso weniger halten die Kohlen natürlich durch. Aber die Kohle kann ich definitiv weiterempfehlen, finde sie klasse. Kann man definitiv super verwenden zu Hause. Sie bricht auch nicht, ist sehr fest gepresst, also gibt es nichts zu bemängeln. Ja, und das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne zeigen mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren direkt unter mir. Und zum letzten Video geht's wie immer auf der rechten Seite. Dann sage ich danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Shisha-Warentester Big2B. Servus!